So, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ich habe ein Kopfgeld von 105 Dollar. Dein Scheiß Ernst? Die wollen mich doch verarschen. Ich habe echt ein Kopfgeld. Was soll denn das jetzt? Genau, mein Plan war ja mit einem Bogen Viech zu schießen, ne? Aber ich muss mich an die Steuerung gewöhnen. Das ist immer so eine Sache. Ich muss mir die Lautstärke anpassen wieder, weil das Spiel ist wieder ganz anders geregelt wie alles andere sonst, was ich habe. Ich muss mich wieder daran gewöhnen, weißt du, wenn man dauernd sowas wie Kerbal Space Program spielt, ist man nicht gewohnt, in einer wilden Prärie rumzureiten und nach Tieren zu suchen. Aber let's see what we can find. Ach, guck mal, ist das eine Ratte? Die könnte uns Geld bringen. Wir brauchen auf jeden Fall auch Munition. Ja, vielleicht finden wir das Viech noch. Da vorne ist es. Treffer. Was war das? Schauen wir uns mal an, was ich da geschossen habe. Ich habe nicht ehrlich gesagt keinen Plan, was zur Hölle das war. Stinkt hier? War das ein Stinktier? Striegel. Striegel das Pferdchen mal. Das braucht das auch zwischendurch. Das braucht er einfach mal, ne? So eine schöne Striegelrunde. So, was haben wir denn da Schönes geschossen? Und bringt uns das was? Was ist das? Ein Stinktier! Hey, doch ein Stinktier! Aufheben das Ding. Und jetzt verstaust mal hier. Einfach ranhängen. Klack, genauso war man. Und jetzt steigen wir auf. Und jetzt würde ich. Warum? Ich will in GTA immer mal die Karte direkt sehen. Das ist. Ja, nicht so normal für mich. Was denn da? Da liegt eine Leiche. Ah, nee, die muss ich gleich markieren noch, oder? Ist die markiert? Warum liegt da noch eine Leiche? Ist die noch von mir? Wenn ja, what the heck? Warum liegt da ein Toter? Warum kann ich mich nicht erinnern, dass ich da eine Leiche hin hatte? Alter, ich muss mich an diese Drecksteuerung gewöhnen. Das ist wieder so ungewohnt. Ölquelle. Was macht der jetzt? Okay, lesen. Schafgabe, wilde Möhre. Ich habe einfach ein Bild gemacht von hier. Gibt es irgendwelche interessanten Sachen sonst noch? Da unten ist ein Ölloch. Hier müsste irgendwo eine Leiche liegen. Nach den in. Oh, da liegt echt eine Leiche. Und eine Ratte. Als ob die Leiche noch was hat. Brief der Kirche über was? Was für ein Dokument war das denn jetzt? Umdrehen? Kann man das lesen? Es ist äußerst bedauerlich, dass sie diverse und ausdrucksvolle große Kaufangebote der Kehrwerke abgelehnt haben. Jetzt kommen wir da. Blablabla. Wir haben uns bald in die. Okay, also es schaut so aus, als ob es da um den Kauf von etwas geht. Ich habe doch gar nicht meine Tasche aufgemacht. Ein Gensieg-Elixier, geil. Schau dir an. Bisschen blöd gucken und man findet schon wieder was.
Das war unnötig. Geil, und was haben wir hier Schönes? Gemahlener Kaffee. Ist gut, Junge. Vielleicht liegt auch noch was, das schaut sehr... Ja, ein guter Brandy. So, das ist immer was wert. Ich glaube, ansonsten... Machen wir uns weiter auf den Weg zur City. Machen wir uns auf den Weg zur City. Ach, schau mal, die ist jetzt hier eingezeichnet. Interessant. Und ich würde gerne... Ach, das ist zu spät in der Nacht jetzt. Die Uhrzeit passt nicht für den. Wir können jetzt nochmal nach hier drüben noch reiten. Und nochmal schauen, ob hier Tiere sind und dann mit dem Bogen jagen. Und dann das vielleicht mit zurück in die City nehmen. Let's see. Da, 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 da. Oh, warte. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die genau von meiner Schnauze sind auf einmal. Mal ganz vorsichtig. Mein Bogen ist eine leise Waffe, aber im Pferd leider nicht. Das macht natürlich den dezenten Unterschied in diesem Fall. Und wenn ich das schon mal aufgescheucht habe, werden die sich gleich auch nicht so leicht wieder blicken lachen. Oh, das. Versuche gerade zu sehen, wo die sind. Die sind doch fix hier irgendwo hingelaufen. Ich meine, es ist deren Gebiet jetzt hier. Oh, warte mal, da vorne. Seht ihr es? Da vorne sind ganz viele. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Da waren auch die anderen zwei. No! Als ob die Herdendynamik haben. Och, leckt mich doch. Och, nö. Jetzt muss ich die wieder finden. Oh Gott. Brett. Da reiten es lang. Gonna be in the wild. Einfach ungefähr in die Richtung reiten. Nehmen wir versuchen, irgendeins von den Tierchen aufrecht zu sehen. Sie scheinen jetzt ruhiger geworden zu sein. Es kann unsere Chance für einen Bogenschuss werden. Gute Nacht, mein Freund. Ja, das war doch ein schöner Headshot, oder? Ja, schaut euch das an. Oh, geil. Aber trotzdem nur einen Stern. Aufheben. Das ist wieder lustig, dass das doch... Alter, jetzt wird's hier... Wo kommt denn jetzt der Nebel her hier? Das Viech könnte ich mir natürlich kochen, aber was brauche ich das jetzt? Ganz ehrlich, ich bin gut genährt, vielleicht auch nicht so ganz. Aber hey, ich würde das Viech gerne hier oben verstauen. Drauf damit. Jetzt steigen wir mal auf. Aber jetzt können wir doch sicher, jetzt ist es in der Früh, jetzt werden die Läden wieder aufhaben, oder? Da kann ich doch bestimmt zum Schlachter reiten, eine Runde. Der wird jetzt sicher offen haben. Problem ist halt, das Kopfgeld, das ich auf mir darauf liegen habe, ist nicht unbedingt die feinste Sache. Dadurch können wir jederzeit auch Kopfgeldjäger aufkommen, die meine schöne Beute da kaputt machen wollen.
Das ist natürlich so eine Sache, die ich eigentlich vermeiden wollen würde. Aber ich hasse immer rote Streifen am Horizont. Das heißt meistens irgendwie Kopfgeldjäger oder irgendwas Böses. Und darauf war ich ehrlich gesagt so immer null Bock. Vor allem, weil ich die auch immer null einschätzen kann, woher die jetzt kommen oder wann die kommen. Die kommen einfach aus nirgendwo immer, die Kopfgeldjäger. Und meistens an den beschissensten Zeitpunkten. Ja, da ist der Zug. Yes, man. Folgen einfach dem Zug jetzt, der müsste eh dahin kommen. Jetzt aufspringen, das wäre witzig. Auf YOLO, als ob. Nee, aber machen wir nicht, ich habe Sachen dabei. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Bestimmt sehr, sehr funny. Aber mittlerweile, zwar eine bisschen starke Vollbremsung, aber hey. Es hat immerhin funktioniert. Es hat funktioniert. Wenn du jetzt hier stehen bleibst, dass ich nicht drüber komme, dann hasse ich dich, Zug. Fahr weiter. Alter, Mann. Dann tue ich mein Pferd mal kurz beruhigen. Streicheln. Man sieht an seinem Gesicht schon, dass es sehr, sehr nervös ist. Komm, ist was schnell. Ah, der Blick wird schon angenehmer. Immer noch ein bisschen nervös. Wie wär's mit einer Runde Striegeln? Na, ja, da schaut der Blick schon besser aus. Tun eine Runde noch streicheln. Nochmal eine Runde striegeln. Pferde lieben striegeln. Also auf jeden Fall meiner. Eine Runde füttern. Komm, eine Karotte geht immer. Ah, jetzt habe ich einen Ginseln gegeben, okay. Wie lange bleibt der Zug jetzt hier stehen? Weil ich habe nicht ewig Zeit. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal führende Runde. Das ist ein sehr nervöses Pferd auf jeden Fall. Die stehen auch schon an. Und ich werde, sobald ich hinten bin, fährt der Zug los. Ich kenne mich. Ich habe dieses Glück. Oh Gott. Wir warten oder gehen vorne rum. Da hinten ist ein Abgrund. Das bringt sie jetzt nicht wirklich was. Guck, eine Kutsche wartet auch schon. Was macht ihr denn? Ja, es geht wieder los. Alter, was hat denn das Pferd? Mein Pferd ist nur, weil ich die zwei toten Viecher an ihm dranhängen habe. Servus. Kann ich in der Nacht die Schafe töten? Hier habe ich auch ein Kopfgeld von 105 Dollar. Kann ich das bereinigen rein theoretisch? Weil ich wette, irgendeiner erkennt mich und denkt sich so, genau, den werde ich mir jetzt schnappen. Aber ich kann doch bestimmt auch irgendwie sozusagen die Schulden bezahlen, oder? Stellen wir jetzt mal auf, komm, den Rest reiten wir jetzt eine Runde. Dann dauert es noch 3 Jahre. Ich will ja eigentlich nur meine 2 Tierchen verkaufen. Und schauen wir, wie viel Geld ich dafür krieg. Das Problem ist halt, wenn du gesehen wirst bei Attentaten, ne? Das ist immer nicht so positiv. Mexiko. Da ist der Stall. Und da ist mein lieber Schlachter. Hallo, mein Freund. Schlachter. Verkaufen.
Ich hätte hier einmal ein Stinktierkadaver, der schlecht. Wie viel ist insgesamt? $4. Ich muss mein Pferd mal irgendwo anhängen. Warum war das jetzt zum Beispiel nicht schlecht, obwohl ich einen Kopfschutz gemacht habe? War das, weil ich jetzt vielleicht... The General Store, der wird doch sicher auch verkaufen, oder? Zack, binde mal den Großen an hier. Und dann schauen wir mal in den General Store, ob der uns was abnimmt von den Gütern, die ich gefunden habe. Servus, du. Ich würde gern was verkaufen. Ich habe hier irgendwo Kentucky Bourbon. Ich muss mal gucken, was jetzt hier was bringt. Vielleicht kann ich sogar was produzieren, was ihnen getaugt. Das starkes Pferdestimulanz, okay. Arznei. Guter Brandy bringt nur. Du trägst 3 von 3 bei dir. Alle verkaufen. $4 bringt sie das auch nur wieder ein. Das ist wieder so. Das bringt sie alles nichts. Nee, dann haben wir für heute nichts, du. Ich glaube, ich werde mal mich beim Sheriff melden und schauen, ob wir was gegen das Kopfgeld machen können. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher das kommt. Powder Pandemies Doctors. Hilf, Sheriff. Grüßen, verärgern. Oh, grüßen wir mal. You might be a bloodthirsty monster, Mrs. Swan, but I kind of got a soft spot for you. What? If that soft spot don't extend to breaking me out of this joint, well, you know what you can do with it? Fair enough. Hey, do yourself a favor and get someplace else fast. Mecker, 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 Tante hier, ey. Bist du nicht der Sheriff? Sheriff. Mr. Sheriff. Sir. Thank you for keeping us all safe, sir. Hab ich nicht ein Kopfgeld oder so? Muss ich das nicht irgendwo abzahlen? Gibt's hier nicht irgendwie so eine Tafel, wo ich mich selber anzeigen kann? So eine Selbstanzeige? Nee, hier nicht. Ich schau nochmal in den Waffenstore nochmal schnell. Hallöchen! Katalog durchblättern. Was haben wir denn hier schönes? Gewehre. Oh, was gibt's denn da so schönes? Haben wir auch Snippelis? Oh ja, oh. Hohoho. Ho, ho, ho. Was ist da der Grund, dass ich das nicht benutzen darf? Warum geht das nicht? Oh, das ist ein feines Ding. Will haben. .de. .at. Naja. Scheint wohl nichts zu werden. Oh, schaut dir das. 190. Gib mir mal. Zeig mir mal. Oh, schaut dir das Baby an. Das schaut dir schon aus wie aus dem Ersten Weltkrieg. Oh. Schau dir dieses Rohr an. Ah, da kriege ich schon so Gelüste, diese Waffe mir einfach zu nehmen, ne? Aber man kann sich wahrscheinlich nicht einfach Waffen nehmen, oder? Munition, wie schaut es mit Munition aus, wenn wir schon davon reden? $1,50 ist bei... Ich muss mal Munition für meine Leute kaufen, Verteidigungsmunition und so Zeugs, aber... Ja... Ich glaube auch nicht, dass wir wirklich mehr hier in die Folge packen können. Denn es sind schon, wie viele Minuten vorbei? Ich sehe es gerade nicht.
19 Minuten vorbei. Und ich will euch nicht zu lange nerven mit Red Dead Redemption, weil es wäre ja normalerweise so unser Kerbal Space Program im Tag. Und nächste Woche ändert sich das auch wieder. Vielleicht kommt mal wieder Red Dead Redemption. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt gewartet. Warte mal, ist das die Bank? Bank. Kann ich in der Bank was machen? Hallo? Hallöchen. Ich kann ihn nicht mehr ausrauben. What the fuck? Müsste ich wahrscheinlich die Waffe halten bis jetzt. Okay, warum geht der jetzt? Wollte schon sagen, wenn das jetzt funktioniert, das wäre GG. Ah, okay, Leute, dann hören wir hier auf. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.